liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es weiter mit meiner Frage-Antwort-Serie. Und zwar möchte ich nochmal auf eine spezielle Fußtechnik eingehen, um eure Füße vielleicht ein bisschen zu beschleunigen oder auch das Double Bass-Spielen ein bisschen einfacher für euch zu machen. Wie ich bereits in meinem 49. Video die richtigen Schuhe auch schon ein paar Sachen erläutert habe, möchte ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer in dieses Thema eingreifen und euch erklären, wie ich es für mich mit meinem Stil geschafft habe, ein gewisses Tempo und auch viel wichtiger eine gewisse Lockerheit erreicht habe. Viele unter euch kennen es bestimmt, dass zu Anfang erstmal die Sitzposition, das heißt eure Sitzhöhe, sehr entscheidend ist, wie ihr die Füße auf dem Pedal habt. Dann gibt es auch noch diese allgegenwärtige Erläuterung zu Heel Up und Heel Down. Immer dieses Verenglischte ist ein bisschen schwierig, finde ich. Wir reden davon, ob die Hacke jetzt oben ist oder unten ist. Für den Anfänger unter euch. Letztendlich ist das jetzt alles nochmal auch für die Anfänger unter euch gedacht und oder aber auch für die Fortgeschrittenen unter euch, die schon etwas länger mit der Thematik Double Bass zu tun haben und mittlerweile vielleicht von der Power her oder auch von der Geschwindigkeit vor einer zu einer Tür stehen. Ihr solltet anfangen, in eure Probeintervalle auch eine gewisse Aufwärmübung mit einzubauen. Da möchte ich euch jetzt auch nicht verschiedene Möglichkeiten darbieten, sondern es geht letztendlich erstmal darum, eure Füße zu lockern. Den Tipp, den ich als erstes erstmal für euch habe, den ich am entscheidendsten finde, ist, dass ihr, wenn ihr Double Bass spielt, erstmal für euch selber versucht zu lokalisieren, welche Muskeln ihr tatsächlich in euren Beinen benutzt. Ich habe da verschiedene Techniken, ähnlich auch wie bei Handsätzen, dass man zum Beispiel mit dem Stock, mit einem Rimshot gewisse Attacks auf einer Snare zum Beispiel rausholen könnte, ohne großen Kraftaufwand. Das bedeutet, bei der Snare ist es so, dass man entweder richtig volle Kanne aus dem kompletten Arm ausholt, oder aber auch irgendwann dasselbe Ergebnis erzielt, wenn man es nur aus dem Handgelenk macht. So ist es zum Beispiel bei mir. Es sieht cool aus, wenn man weit ausholt. Ne, das ist alles irgendwie auf der Bühne. Bei Live-Shows ist das showmäßig natürlich ganz weit vorne. In dem Fall ist es aber auch so, dass man auch Lockerheit ein bisschen trainieren kann und das Ganze aus den Fingern rausholt. So viel erstmal zum Vergleich. Des Weiteren ist es natürlich auch möglich, durch einen Rimshot, wo man den Ring auf der Snare ein bisschen mitschlägt, auch einen gewissen Attack rausholen kann, ohne großen Kraftaufwand. Ähnlich ist es bei den Füßen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass ihr aus den Zehen spielt, und da werde ich gleich auch noch näher drauf eingehen, dass ihr vorne aus dem Spann ein bisschen die Kraft rausholt oder dann zuletzt noch den kompletten Oberschenkelmuskel mit einbezieht. An der Stelle ist es so, dass sehr viele, und das hat natürlich dann am Ende des Tages auch was mit der Kraft und der Geschwindigkeit zu tun, wenn ihr mal überlegt und selbst analysiert habt, welchen Muskel ihr benutzt, fällt vielleicht vielen auf, dass rechts- oder linksseitig von eurem Bein der Heber des Oberschenkels, sprich der so ein bisschen nach außen verlagerte Muskel, ein bisschen schmerzt. Das liegt daran, dass ihr unheimlich viel Kraft aufwendet, euer Bein anzuheben. Viele, wie ihr unten seht, gehen auch dabei immer mal einen Zentimeter oder zwei vom Pedal weg. Versucht das direkt wegzuüben. Der Heber, der Muskel, ist vollkommen irrelevant für eure Fußtechnik und hat auch überhaupt nichts mit der Geschwindigkeit und eurer Power zu tun.
Das wiederum ist natürlich an dieser Stelle erstmal nur meine Meinung. Probiert es bitte einfach mal aus. Das heißt, wenn ihr diesen Muskel spüren solltet, Beispiel, ihr macht jetzt einfach mal im 16. Achtelbereich mit einem gewissen Tempo einfach nur irgendwelche Double Bass Übungen und merkt, dass der Muskel da oben ein bisschen zieht, ist an eurer Technik eventuell was falsch. Als erstes setzt euch normal hin, so wie ihr es gewohnt seid. Nehmt eure Stöcke in die Hand, das ist ganz wichtig. Wenn ihr jetzt einen Hocker habt mit Lehne, es soll Leute geben, die haben sowas, bitte nicht anlehnen, auch nicht an eine Wand abstützen, auch nicht die Hände übereinander machen, also nicht so eine Komfort-Sitzhaltung einnehmen, sondern versucht es wirklich so zu machen, dass ihr normal spielt. Ihr könnt auch die Hände einfach über die Snare machen, nicht abstützen, sondern wirklich versuchen, die Kraft und die Technik aus den Beinen rauszuholen oder eventuell nur aus dem Hintern oder aus dem Rücken. Ne? Wenn ihr euch jetzt abstützt, habt ihr die Möglichkeit, die Kraft auch noch ein bisschen aus dem Bauch rauszuholen. Das merkt ihr, wenn ihr euch dann anspannt, ist der untere Bauchmuskel ein bisschen angespannt. Der hat damit nichts zu tun. Deswegen ganz normale Sitzpositionen einnehmen, um das normale Spielen so ein bisschen zu kopieren. So viel dazu. Dann geht ihr her, wie ich euch jetzt unten zeige, versucht wirklich mal, und da ist natürlich, da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Das ist so wie die PC- und die Apple-Front, dass viele Heel-Up und viele auch Heel-Down spielen. Es ist beides richtig, nichts ist falsch oder richtiger oder wie auch immer. Das überlasse ich euch. Für meine Technik, wie ich spiele, und da waren schon sehr, sehr viele Fragen, ist es so, dass ich immer, egal was ich spiele, ob es Balladen sind, ob es Rock-Pop-Bereich ist oder schwere Double-Bass-Sachen, ich spiele immer Heel-Up. Das heißt, meine Ferse ist in der Luft. Und zwar, wie ihr unten seht, immer so zwischen 2 bis 5 cm, nagelt mich nicht drauf fest, ungefähr so in dem Bereich. Wichtig ist bei der ganzen Sache, dass ihr mit euren Zehen vorne mit dem Fußballen immer Kontakt zum Pedal haltet. Ich zeige euch unten, ich spiele jetzt zum Beispiel nicht. Und selbst wenn ich spiele, bleiben meine Füße immer auf dem Pedal. Das heißt, ich habe immer Kontakt zum Pedal. Das gibt mir ein besseres Spielgefühl. Was falsch wäre in dem Fall, ist, wenn ihr und wie ihr gerade gesehen habt, den Fuß dann einfach irgendwie 5 cm hochhebt, dann habt ihr wieder einen falschen Weg, der länger dauert zum nächsten Tritt. Und noch viel wichtiger ist, ihr habt so ein Zwischentiming. Was ist ein Zwischentiming? Ihr habt jetzt Viertel. Zählt 1, 2, 3, 4. Ganz easy, kennt jeder von euch. Sollte zumindest so sein. Wenn ihr jetzt aber den Fuß zwischendurch noch anhebt, fallt ihr fast vom Hocker, weil ihr permanent mit den Füßen in der Luft seid. Und ihr tretet, nehmt den Fuß hoch und habt schon nicht mehr dieses Gefühl der Viertel. Deswegen kann ich euch empfehlen, mein Stil, immer mit den Füßen unten zu bleiben und der Schlegel kann auch gerne am Fell bleiben. Ja, für diejenigen unter euch, die da gerne drüber schimpfen, der nächste Tritt wird abgedämpft. Und kein Problem. Seid ihr im Studio, seid ihr auf der Bühne, kann der gute Soundmann vorne natürlich immer wieder ein bisschen Heiligkeit, das heißt ein bisschen Hall oder Effekt mit drauf machen. Am Ende des Tages, meine persönliche Meinung, hört man das eh nicht. Das ist auch der Unterschied zwischen Single und Double Pedals, wo ich auch in einem anderen Video drauf eingehe, dass im Prinzip der Schlegel erstmal vorne sein sollte, um eine akkurate Sitzhaltung zu behalten, dass ihr nicht hin und her wackelt, ne? Deshalb immer Kontakt zum Pedal. Gehen wir weiter. So, meine Technik ist immer Heel Up. Egal bei welchem Tempo, egal mit welchen Grooves, auch ob ich auf der Hi-Hat spiele und nur eine Bassdrum benutze, ob ich schnelle Double-Bass-Sachen spiele,
immer Hehl ab. Und dann geht mal her, nehmt euch mal ein bisschen Ruhe und macht nicht diesen, sondern nehmt wieder eure Stöcke. Nehmt euer Handy, Tablet, schaut auf eine Uhr, wenn ihr eine im Proberaum oder in eurem Kinderzimmer habt und versucht das mal so zwischen 2 und 5 Minuten euch warm zu machen. Und zwar geht es darum, dass ihr nur aus den Zehen vorne raus spielt. Und zwar kann ich euch das mal anhand dieses Schuhs ein bisschen zeigen. Deswegen auch leichtes Schuhwerk. Ich drücke mich immer nur mit den Zehen ab. Das heißt, die eigentliche Kraft erstmal und Bewegung findet im Fußballen statt und ein bisschen im Spann. Was da auch noch mit reinkommt, ist, dass der untere Beinmuskel ein bisschen belastet wird. Das solltet ihr aber versuchen wegzuüben. Ihr dürft im kompletten Bein in den Muskeln nicht spüren. Das geht nur aus den Zehen raus. Stellt euch einfach vor, ihr steht irgendwo auf der Stelle und stellt euch auf die Zehenspitzen. Eine andere Bewegung, wie ihr unten seht, ist es nicht. Ich bleibe immer auf dem Pedal und hole alles aus den Zehen. So, nächster Step ist, dass ihr versucht, so zu tun. Jeder von euch kennt das vielleicht, dass man so einen leichten Krampf im Bein hat, dass man irgendwie falsch sitzt. Und dann fängt man was an zu zittern. Und genau das ist das, was ich euch jetzt gerade unten zeige. Versucht einfach mal, nur mit den Füßen ein bisschen zu zittern. Warum sollt ihr das machen? Wichtig ist, dass die Pedale, wie ihr unten seht, die Schlägel am Fell bleiben. Immer auf Druck. Und ihr wackelt mit den Füßen, als wenn ihr zittert. Das wäre so der erste Step. Ihr dürft nichts im oberen Bein merken. Die Muskeln sind vollkommen ausgeschaltet. Warum sollt ihr das machen? Und zwar, viele haben halt einen sehr statischen Fuß beim Double Bass Spielen. Das kommt alles aus dem Bein. Und da müsst ihr weg, ähnlich wie mit der Snare oder aus dem Handgelenk. Und das ist dasselbe mit den Zehen. Jetzt geht ihr her und lasst aber auch die Fußmaschine, ob es jetzt eine Doppel- oder auch Single-Pedale sind, einfach auch mal ein bisschen mitlaufen. Ist jetzt erstmal ein akkurates Tempo. Hierbei geht es nicht um Geschwindigkeit und Power. Es geht erstmal darum, eurem Fuß beizubringen, klarzumachen, hallo, ich spiele nur aus den Zehenspitzen. Das soll auch, kann auch so klingen wie bei mir gerade. Es kann so klingen wie eine Harley, ist überhaupt gar kein Problem. So brr, 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 brr. Es geht hier nicht um Tightness und Sauberkeit. Es geht darum, eine neue Technik eventuell, die euch hilft. Ich kann es euch nicht versprechen, probiert es aus. Eine neue Technik mal auszuprobieren, um Lockerheit zu gewinnen. Ich zeige euch das jetzt nochmal unten. Wie ihr bemerkt, bin ich jetzt nicht ganz vorne an der Maschine. Ihr könnt natürlich auch bei dem Pedal ganz vorne an die Stopper gehen. Das ist hilfreich, um einfach auch eine bessere Sitzposition zu haben oder auch ein besseres Gefühl für die Pedale. Und ihr wisst, dass beide Füße gleich stehen. Es gibt welche, die gehen sehr weit zurück, um Tempo zu erreichen. Darum geht es mir jetzt gerade auch erstmal nicht. Es geht erstmal darum, den Fuß zu trainieren. So, das wäre so der erste Step und man kann dann auch erstmal mit vorhandenen Grooves oder auch in der Bandarbeit im Proberaum hergehen und erstmal diese Technik anwenden. Das waren jetzt nur die Zehenspitzen, die sich ein bisschen vom Pedal abdrücken und dann wieder runterkommen. Daraus resultiert natürlich die Technik, dass ihr mit einer Bewegung 2 Schläge machen könnt. Das heißt, ihr könntet also auch hergehen und Double Strokes und so weiter auf den Füßen zu üben, braucht man eigentlich nicht. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr die Zeit habt, macht es, baut es in eure Probeintervalle mit ein. Ich finde es Quatsch, weil man das theoretisch eigentlich in der Bandarbeit auf einer Bühne Double Bass als Double Strokes nicht einsetzt. Also ich kenne keinen, der es macht. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch mal ein Paradiddle macht, um auf Tempo zu kommen. Es kommt immer auf die Fußsätze an. Aber letztendlich könnt ihr euch die Zeit sparen
finde ich, und geht her, macht diese Wackelübung und versucht lockere Tritte mit beiden Füßen erstmal nur aus den Zehenspitzen zu machen, dass ihr euch abdrückt. Zu der gerade beschriebenen Technik, man kann hergehen, drückt sich ab, macht einen Schlag und holt das Bein dann nochmal runter und hat dann den Effekt, dass man im Prinzip eine Bewegung des Beins hat und hat zwei Schläge. Das kann man machen, das ist bei schnellen Sechzehnteln zum Beispiel in normalen Beats sehr hilfreich, um auf gewisses Tempo zu kommen. Hierbei ist es dann aber auch so, dass der erste Tritt mit dieser Technik aus den Zehenspitzen kommt und der zweite aus dem Bein. Ihr merkt schon so einen leichten Unterschied. Es gibt halt jetzt für mich drei verschiedene Level. Das heißt, ihr habt einmal den Tritt mit den Zehenspitzen, dann habt ihr den Tritt mit dem unteren Beinmuskel. Den könnt ihr mit dazu nehmen, dass ihr so ein bisschen nach vorne spielt. Das wäre schon eine etwas größere Power und Lautstärke. Das muss man ein bisschen trainieren, um dann auch auf Tempo zu kommen. Am Ende des Tages habt ihr dann nochmal die eventuell vorhandene Technik oder die letzte, um nochmal richtig einen drauf zu geben. Das heißt, ihr nutzt den Zeh, um euch abzudrücken und holt die Kraft dann aus dem kompletten Bein. Das heißt, der untere Muskel ist in Arbeit und der Oberschenkelmuskel auch komplett. Das heißt, einmal der Zeh, der untere Fuß und der komplette Fuß. Und da habt ihr natürlich jetzt drei Levels und müsst für euch unterscheiden, welches Level möchte ich erreichen mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und das kann man trainieren. Viel wichtiger ist nochmal an der Stelle, was ich zu Anfang gesagt habe, ist, dass ihr keine Kraft verschwendet, das Bein anzuheben. Nicht aus dem oberen Muskel, sondern ihr drückt euch, wie ich unten nochmal zeige, mit den Zehenspitzen vom Pedal hoch, als wenn ihr euch auf die Zehenspitzen stellt. Das könnt ihr super üben und erreicht somit auf jeden Fall schon mal eine lockere Technik im Fuß, was alles dann hier aus dem Fußgelenk rauskommt und versucht erstmal am Anfang die Muskeln auszuschalten. Ja, das war so viel erstmal zu meiner Technik in meinen Füßen. Natürlich ist es wie bei allem beim Schlagzeugspielen so, dass das nicht für jeden von euch funktionieren muss. Aber es ist ein sehr cool, gut gemeinter Tipp von mir, um es einfach mal auszuprobieren. Es gibt unheimlich viele Videos auch hier, die ich auch klasse finde, mit unterschiedlichen Techniken, was man mit den Füßen alles machen kann. Kann man auch alles ausprobieren. Es gibt Sachen, die machen für euch vielleicht Sinn, die für mich keinen Sinn machen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps erstmal ein bisschen weiterhelfen. Schaut euch vielleicht diesbezüglich nochmal Video 49 an. Da gehe ich auf das richtige Schuhwerk ein bisschen ein, was natürlich bei dieser Geschichte mit den Zehen auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und wenn ihr weiter noch mehr Bock auf weitere Videos von mir habt, habe ich in meinem Shop auch nochmal ein Kaufvideo für euch. Das geht ungefähr eine Stunde, wo ich nochmal tiefer auf dieses Thema der Fußtechnik eingehe. Vielleicht habe ich euer Interesse geweckt, das würde mich freuen. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen, irgendwelche Fragen, auf die ich dann vielleicht irgendwann mal an dieser Stelle eingehen werde. Und besucht mich auf www.andrehilgers.com und macht einen Daumen nach oben oder zwei nach unten. Gehabt euch wohl, euer André.